Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden. Wer möchte gerne gut aussehen? Die neuesten Frisuren aus dem Commonwealth. Ist das für einer? Ein Ansässiger? Die haben eh frei nichts. Verkäufliche Camps mit Empfehlung von mir. Ich habe auch Appa, falls du dich ein bisschen niedergeschlagen fühlst. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich hab gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radix oder Radaway. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Willst du mich etwa unter Druck setzen? Das ist echt uncool. 100 Kronkorken. Mehr gibt's nicht. Ah, shit, ey. Wir müssen den Skill noch besser machen. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. Bring einen mutierten Farn. Oh, sie hat gegähnt. So, sonst noch irgendjemand? Ich habe doch eben gesehen, dass man da noch... Man konnte hier noch rum. Jetzt wird mir ein Down angezeigt, dass ich dem was zu trinken geben soll. Soll sich selber um sein Trinken kümmern, der Kackvogel. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss noch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Hey. Hallo Sie. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll und wenn du so weitermachst. Folge dem Freedom Trail. Was ist das hier? Valentine Detective Agency. Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Die haben bestimmt. Ah, die haben bestimmt einen Job für mich. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Ach, das ist... Hä, Ellie? Seine Krawatten. Oh, Nick. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Es ist wichtig. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Wie wär's mit einem Suchbild auf Milchpackungen? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nick ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Hey, ich würde ja gerne helfen. Aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Keine Spielchen. Ich zahle, wenn du Nick findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Das ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Ach, okay. Jo, machen wir dann. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Ich weiß nicht. Ich finde, in Fallout 4 ist es sehr schwer, böse, also richtig böse zu spielen, weil... Wenn wir jetzt immer böse spielen würden, dann könnten wir nie... Robco Fun 7. Verdammt nochmal, ja. Enthält das Holoband-Spiel Zeta-Invasoren. Wenn wir immer böse spielen, dann kann man eigentlich nie diese Quests machen. Vielleicht muss ich auch meine Definition nochmal neu gestalten. Wir spielen halt keinen richtig bösen Char. Sondern halt, wenn ich das klaue, merken die das? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nicht, dass sie ausrasten. Sondern wir spielen halt einen Char, der egoistisch ist. Böse sein ist irgendwie in Fallout 4 nicht so leicht. Bei New Vegas zum Beispiel konnte man recht schnell zu den Pulverbanditen oder so und da hatte man trotzdem noch ein paar coole Quests. Das ist irgendwie bei Fallout 4 überhaupt nicht der Fall. Das finde ich so kacke. Zeitung gelesen? Verdammtes. Ja, genau. Steffi hat gerade geschrieben, du spielst nur das Arschloch, Grants. Ja, genau. Wir spielen eigentlich irgendwie nur so ein Assi. Aber so richtig böse sind wir halt nicht.
Aber es ist auch irgendwie, also ich finde es schwer. Ich meine, gut, ich könnte jetzt alle Quests nicht machen, aber was wollen wir machen? Einfach nur durch die Gegend rennen ist auch langweilig, finde ich. Ach, hier ist Diamond City Radio. Ach, ah, geil, hier sind die ganzen, wow. Das Stadion ist eigentlich echt ein richtig cooler Ort, ne, ihr wisst schon, um sich zu verteidigen und so. Ist echt cool eigentlich. Das Wasser im See muss sauber bleiben. Oha. Zwing mich nicht, einen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist gewinngefährdend, das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Aufbereitetes Wasser! Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Hallo. Hey, hier gibt's sauberes Wasser. Das wirst du draußen im Commonwealth nicht finden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, der fleißige Typ. Willst du mir helfen, die Wasserversorgung zu reinigen? Du glaubst nicht, was die Leute da alles reinschmeißen. Überlastet die Filter. Kommt drauf an. Was zahlst du denn? Eigentlich gibt's nur 100 Kronkorken. Aber ich mag dich. Sagen wir 125. Na, ja, 25% mehr. Das ist ein bisschen wenig, oder? Komm schon, meine Zeit ist mehr wert als das. Oh nein, nicht mit mir. 100 Kronkorken, da wird nicht verhandelt. Hä? Ich kümmere mich. Der hat doch gerade 125 gesagt! Die Leiche würde ich dann nur schwer wieder rausbekommen. Reinige die Wasserversorgung. Jetzt bin ich auch noch zur Putzfrau degradiert worden, ey. Ist das geil. Ja. Nein, das meine ich nicht. Karte. Ist das das hier? Nee. Also eine Nuka-Cola gebe ich dem trotzdem nicht, so. So, Wasserversorgung. Jetzt muss ich in das Wasser springen. Scheiße, Mann. Jetzt kriege ich hier wieder die Strahlung ab. Ein Schädel. Schreibmaschine. Eimer. Ja, so viel Strahlung ist das zum Glück nicht. Und so ein Scheiß hier. Okay, dafür $100. Ja, warum nicht, ne? Wasser. Hier nur das beste frische Wasser. Sieh nur, wie sauber das Wasser jetzt ist. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. Wie wäre es mit ein paar Flaschen für unterwegs? Jetzt habe ich wirklich nur 100 bekommen. Cheng, warum war da ein Schädel im Wasser? Naja, du warst vielleicht nicht die erste Person, die ich gefragt habe. Könnte sein, dass der Typ davor eine scharfe Handgranate gefunden hat. Hey, wenn die Filter erstmal wieder laufen, ist das doch nicht mehr wichtig, oder? Naja, egal. Brauchst du Wasser? Nein. Jetzt gerade nicht. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn du verdurstest. Okay. Die Stadt gefällt mir. Die Stadt mag ich irgendwie. Au, oh, hey. Lex in real. Abbott's Haus. Wie ist ein Auto hier reingekommen? Hey, bist du Abbott? Nee. Das ist nur so ein Knecht. Ist das der Typ, den ich suchen sollte? Nee, ist der Bürgermeister. Ist beschäftigt, okay. Hallo Sie. Bei der Arbeit? Nicht die Farbe anfassen. Hat er sein Bart... Hat er sein Bart auch eingefärbt, oder was? Leck mich, Mann. Mach mal halblang. Das ist nicht irgendeine Hütte, die ich hier anmale. Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter darf nicht angerührt werden. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Komm drauf an, was du zahlst, Junge. Holly! Moinsen! Grüß dich! Mollister sagt, Grants ist im Tunnel, er nimmt uns nicht mehr wahr. Euch nehme ich immer wahr, Leute. Was denkt ihr denn? Grüß dich, Holly. Mir geht's gut. Warum? Was ist los bei dir? Kommt drauf an, krank? Was es ist. Siehst du die Farbe hier?
Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo... Im Hardware-Shop, bitte. Bei Hardware Town. Da waren wir schon. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit, ohne rumzunerven. 100 Kronkorken und keinen mehr. Okay. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Sauber, den Laden haben wir eh schon. Oh, guck mal, da hält eine Rede. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge, der hier in diesen Straßen aufgewachsen ist. Der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist. Als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen. Nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen lässt. Gott schütze diese Stadt. What the fuck ist denn bei dir passiert, Holly? Hat sie nicht bei deinem Vater gearbeitet? Das hört sich ja richtig böse an. Hau rein, Luca. Bis zum nächsten Mal. Hier können wir... Oh Gott, ich bin da fast runtergesprungen. Hier kann ich springen, ist nicht so hoch. Viel zu lange Geschichte. Puh, da ist man mal eine Woche nicht am Streamen und dann kommt Holly mit so einer Story um die Ecke, Alter. Scheiß die Wandern. Ach, hier geht's schon wieder raus. Ah, ich bin jetzt einmal hier rumgegangen. Okay, cool. Oh Mann, Holly, ey. Capwell, grüß dich. Moin, moin. Okay, also hast du dich mit deinem Vater gestritten, oder was? Geh rein. Kann nicht reden. Das untergräbt mein Image als harter Bulle. Ja, Image als harter Bulle, der? Lächerlich. Okay, wir gehen erstmal zu dieser Dingens Hardware-Dingens da. Silby ist sauber, er hatte erst heute Morgen ein Bad in der Ostsee. Oh shit. Okay, die haben wir. Was? Die habe ich nicht getroffen? Like a Noob oder wie? Geht doch! War das Level Up gerade durch eine Kakerlake? Wow! Wie geht! Wie groß die einfach ist! Wer hat die denn rausgelassen, ey? Bam! Mit dem Schrot. Oh, Vibrations. Bad Vibrations. Ein Kreuzschlüssel hat die dabei. Okay, 125 ist der Wert. Na, lecco mio. Einmal F5. So, ist das hier die Hardware Town gewesen? Ja, Holly, sagen wir mal so, ich meine, wenn du jetzt einsiehst, dass es vielleicht nicht so cool war, was du gemacht hast. Ich weiß ja nicht, was es war, aber... Keine Ahnung, Mann, das sind doch deine Eltern. Da lässt sich doch bestimmt nochmal mit denen reden, oder nicht? Und warum hat Silby in der Ostsee gebadet, frage ich mich gerade mal.
Überleg gerade, ob ich das mitnehmen soll, aber das ist so wenig wert. So, wir wissen ja schon, wie das Farbding da hinten war. Und das ist die Farbe, die er haben will. Blau? Nein. Hä? Doch, blau? Ehrlich? Bingo. Okay. Optional mische grüne Farbe zusammen. Ja, warum eigentlich nicht? Gelbe Farbe. Hier. Okay. Ja, warum nicht, ne? Gehen wir hier raus. Scheiße. Scheiße, das ist doch das Gebiet. Waren da nicht die, fuck it. Ich glaube, dass da die Supermutanten waren. Nur mit der Arbeit wird schwer. Ja, Holly, ich sag mal so, okay, ausziehen ist ja die eine Sache. Ja, man will ja eh nicht ewig bei seinen Eltern leben wahrscheinlich. Dann kann man die Gelegenheit jetzt ja so nutzen, aber weiß nicht. Vielleicht kannst du nochmal mit deinem Dad reden, ob du da nicht irgendwie zumindest bei ihm wieder weiterarbeiten kannst. Wenn ihr euch da nochmal hinsetzt und wenn du ihm versprichst, halt dann ordentlich jetzt zu arbeiten und halt nicht mehr dein Nickerchen auf die Arbeit zu verlegen. Ich meine, du hast ja schon ab und an mal erzählt, dass es dir da echt gut ging auf der Arbeit, um es mal vorsichtig auszudrücken. Vielleicht lässt sich da wirklich nochmal mal quatschen mit deinem Dad. Ich meine, ich kenne deinen Vater ja nicht, aber... Weißt doch, Blut ist dicker als Wasser. So, wir schauen mal eben, ob da die Supermutanten waren. So, hier in der City leckt das jetzt auch schon wieder des Todes, ne? Richtig nervig. Da sind die Supermutanten. Das schaffe ich noch nicht. Das ist noch eine Hausnummer zu groß für mich. Was haben wir noch? Folge dem Freedom Trail. Story des Jahrhunderts. Sprich mit Piper. Sprich mit Captain Sau. Ah ja, stimmt, das U-Boot-Ding. Den Saufkumpan habe ich jetzt erstmal bei mir behalten. Und was haben wir noch bei Sonstiges? Erkunde das Combat Zone. Ah ja, die Fahnen-Dingens. Aktivieren wir das mal.